So, was geht, Armor back on track mit der Honda CBR 1000, dem lauten Ding. Ich muss das Bike heute leider wieder zurückgeben, aber vielleicht miete ich mir gleich ein neues oder erstmal einen Roller, deswegen schauen wir mal. Je nach Laune werde ich mir dann eventuell ein Bike ziehen oder auch nicht. Da ist ein Homie von mir von der Bauschule. Ja, wo fahren wir denn hin? Hä? Wo fahren wir denn hin? Keine Ahnung. Ich muss noch tanken. Ich weiß nicht wo. Ach so, du musst noch tanken? Ja, ich muss tanken. Aber ich weiß nicht wo. Ha. Boah, hier irgendwo auf der Hauptstraße wird schon was kommen, ja. Aber Reichtank, ah, du bist auf Reserve. Ich hab Scheiß. Jim. Ja, wir sehen uns. Ja. Ein paar Sekunden später. Boah, auch eine sehr schöne Honda CBR 650. Sieht man hier ziemlich oft in Thailand. Das ist ein ganz gängiges Modell. Ich hatte damals auch eine. Perfektes A2-Bike, also ich kenne kein besseres A2-Bike. Auf so eine Supermoto hätte ich auch Bock. Bin ich denn jetzt hier eigentlich gelandet? Ich weiß nicht wo. Ha! Ja, Digga, fahr halt, Digga. Ja, hier ist übrigens wieder Patong. Jetzt sind wir die ersten Tage ein bisschen rumgefahren. Da wir noch keinen Soundcheck gemacht haben, mache ich den jetzt einfach mal hier. Also das ist echt ein sehr, sehr lautes Bike. Schmeckt. Ich hoffe, dass keine Bullen jetzt kommen. Aber schon laut. Schon. Das ist schon sehr laut. Ich hoffe, dass keine Bullen jetzt kommen. Ja, so ist es halt hier, ne? In Thailand. Auf jeden Fall gebe ich jetzt das Bike ab, deswegen wollte ich davor noch einen kleinen Soundcheck machen. Ich habe das voll vergessen, aber deswegen, weil da vorne ist, glaube ich, die Vermietung, dann gebe ich die gleich ab und eventuell hole ich mir gleich ein neues Bike. Das seht ihr ja dann. Aber mal schauen. Bis dahin. Wir sehen uns. Peace. 6,5 Stunden später. Und ihr hört schon, ich habe mir ein neues Bike geholt und zwar ist es diesmal, ich drehe mich einmal wieder um, eine Honda CBR 650R mit einem kompletten David, keine Ahnung, Straightpipe, Auspuff, komplett leer. Man hört schon im Leerlauf, er ist krass und hier krank Rücklichter. Ich weiß gar nicht, ob das die sind mit dem Blinker. Ja man, die sind mit dem integrierten Blinker, sehr geil. Kennzeichen auch sehr wild. Das Bike ist komplett neu. Das hat 800 Kilometer drauf. Der an der Vermietung meinte auch, ich bin der Zweite, der das Bike fährt. Es ist komplett neu. Ein sehr, sehr schönes Bike. Wie gesagt, ich hatte es damals auch, das 2020er Modell, glaube ich. Oder warte mal. Warte mal, auch schon 2019, 2020. Da, wo sie halt rauskam, habe ich die halt gleich bestellt. Habe ein paar Monate gewartet. 95 PS offen. Also ich glaube, dass die jetzt 95 hat. Vielleicht ist noch irgendwas getan. Also mit der Straight Pipe hat es bestimmt ein paar PS mehr. Hört sich auf jeden Fall krank an. Ich bin nachts, deswegen ich fahre mal lieber wieder weiter. Jetzt erstmal ein paar Runden gedreht. Aber was mir bei der richtig taugt, die hat einfach einen Quickshifter. Das hört sich halt so übertrieben geil an. Hoppala. Ja, zum Glück ist die ziemlich neu und da funktioniert noch alles, weil bei der Kawasaki ZX, Honda CBR 1000, die ich jetzt hatte, die Fireblade, die hatte ja schon ein paar Kilometer auf dem Buckel und war komplett für den Arsch. Komplett überhitzt die ganze Zeit und die ist echt top. Also ich feiere die anders. Naja, ich freue mich jetzt echt ein paar Runden mit der zu drehen. Hallo da! Ich werde jetzt gleich wieder Gas geben und dann hört ihr den Quickshifter oder Speedshifter. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Also ich weiß, was der Unterschied ist, aber ich weiß nicht, was ist. Eins ist ja mit nur Gänge hoch und das andere ist mit hoch und runter. Also das ist nur Gänge hoch. Ich glaube Speedshift oder
Quickshift? Keine Ahnung. Stop the cap! Auf jeden Fall sehr geil. Ja, brutal einfach. Feier ich. Digga, wie geil sich das einfach anhört. Nein, das ist halt nicht mehr feierlich. Da hat man halt auch nicht so Angst, in die Kurven zu gehen, weil man weiß, okay, hat nagelneue Reifen, jetzt gerade mal 800 Kilometer runter. Ich muss eigentlich noch eingefahren werden. Ich weiß noch, ich muss meine bis 1000 Kilometer einfahren. Und dann, glaube ich, gab es doch schon wieder einen Service. Aber ja, ich fahre jetzt hier mal hoch. Opa, kurz gestorben. So. Ich zeig dir mal hier bei Tankstellen Licht. Ich glaube, das könnte echt cool kommen. Ja, immer diesen neutralen Gang reinzukriegen ist halt. Kommt sehr geil. Also steht da wie eine 1. Ich finde es halt ziemlich geil, weil es an die Panigale erinnert. Und echt mit dem Dekor hier Akrapovic. What? Akrapovic, bla bla bla. Ich finde halt, das ist wirklich pervers, aber ich glaube, das ist in Deutschland nicht mal zugelassen. Ist schon sehr geil. Auch mit hier, mit diesen Anhebedinger. Wie gesagt, 95 PS für die in Deutschland. Man kann das Bike auf 48 PS drosseln, die A2 haben. Lohnt sich auf jeden Fall. Kostet halt Schweinegeld, aber es lohnt sich. Das Bike kannst du halt auch offen locker fahren. Hat genügend PS. Also ich habe echt damals ein bisschen daran gezweifelt, die dann offen zu fahren, weil ich mir dachte, ja okay, komm, 95 PS. 95 PS. Ja. Yeah. Oh, der hat drei. Yes, very good. Bye. So süß. Ich sag ja, hier in Thailand, die Leute sind so freundlich, die sind so Zucker, so herzliche Menschen. Back zur Seite mit dir, ja Mann, ja. Oh shit, Digga. Da ist die Frage, wer wen abgeschleppt hat oder wer wen nach Hause bringt. Aber krass, dass es hier auch noch so belebt ist. Ich meine, es ist Montag, aber gut, hier ist eh jeder im Urlaub. Und überall kannst du dir eine Massage gönnen. Das ist echt, ich denke langsam, das ist Geldwäsche, Mann. Noch mal kurz den Beach. Ich finde den Schlüssel auch so cool. Ich gönn's euch mal kurz den Ausblick. Das ist echt. Ja, Digga, das ist ein Ladyboy, Digga. Ich jetzt nicht sehen. Aber schaut's mal an, wie schön das ist. Das ist schon sehr, sehr geil. So. Gönnt euch nochmal bitte diesen Ausblick. Das ist doch echt wunderschön. Und somit beende ich auch das Video. Ich wünsche euch alle eine gute Zeit. Macht's gut.